Ha, Lilo, heute wollen wir mal Ubuntu 14.04 hier in der i386, also 32-Bit-Version, in VirtualBox installieren. Ich habe da schon mal so ein bisschen was vorbereitet, Schönes vorbereitet. Anzeige habe ich mich für 128 MB und Beschleunigung 3D entschieden, Hauptspeicher 1024 MB. Bei dem Massenspeicher habe ich jetzt die entsprechende ISO-Datei schon eingelegt und das ist eine Live-CD. Und jetzt wollen wir mal starten. Starten. Schauen wir mal. Ubuntu 14.04. Trusty Tar, ne? Ja, vertrauenswürdiges, ziegenartiges Dingenskirchens. Schauen wir mal, ob uns das so gelingt. So. 14.04. Anzeige skalierten Modus. Einschalten. Damit wir hier so ein bisschen ziehen und zerren können, damit ich mir ein bisschen größer. Ja, so. Also, an die ersten Meldungen nicht dran stören. Das ist vollkommen normal. So, beim ersten Start bei der Installation werden wir so einiges gefragt. Zuerst mal wahrscheinlich auf Englisch. Ne? Das ist halt so. Ne? Sieht man zum Beispiel jetzt hier. Ich kann entweder wählen, probiere Ubuntu aus oder installiere Ubuntu. Bevor ich da drauf klicke, gehe ich erstmal auf Deutsch. Ich will nicht ausprobieren, ich will es mal installieren. Dann will ich gleich mal ein kleines Review machen. Aktualisierung während der Installation runterladen. Ist angebracht, Software von Drittanbietern ist ganz nett für MP3. Nachdem ich mit der Installation fertig bin, werde ich aber trotzdem nochmal ein Update machen. Da kommt noch mehr Zeug. Also nicht wundern, wenn nach der Geschichte Aktualisierung anklicken, dann hinterher trotzdem noch mehr Updates kommen. Das ist vollkommen normal. Gut, hier ist es jetzt wichtig, ne? Wenn ihr das nicht in einer virtuellen Maschine, so wie ich, ne? Das ist jetzt nur so ein Fenster, kann ich tun oder so halt ab. Wenn jetzt schon Windows drauf wäre, dann würdet ihr neben Windows installieren, damit das alte Windows nicht gelöscht wird. Es sei denn, ihr wollt euch endlich mal davon trennen. Jetzt installieren. So. Etwas anderes würdet ihr zum Beispiel auch wählen, wenn ihr die Partition auf der Festplatte etwas anders wählen wollt. Weiter. Hier dieser Streifen der Weltkarte sagt uns, wir sind irgendwo, wo auch Berlin ist, ne? Auf diesem geografischen Breitengrad, Längengrad, was weiß denn ich, wie das heißt. Jedenfalls passt das, wenn man Berlin nimmt. Schön. So, Tastaturbelegung, deutsche Tastatur, ganz nett, kann man hier auch mal ausprobieren. Ne? Geben Sie hier was ein, können wir mal ein Ö und Ä drücken, jawohl, passt. Weiter. Ihr Name. The. Rechner. Wie sinnig. The VirtualBox, ja, Name des Rechners. Ne, 1404. Benutzernamen. The ist dann blöd. Rechner. Passwort. Was weiß ich. Passwort bräuchte ich eigentlich. Nehmen wir 1, 2, 4, 2, 3, 4. Passwort zu kurz. Und ja, selbst wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wäre. Wäre es blöd, fürs Video ist es egal. 1, 2, 3, 4. Trusty Tar. Vertrauenswürdiges, ziegenartiges Ding. Also wenn ihr jetzt mal zu eurem Chef geht, ja. Und ihr sagt zu dem, wir müssen unbedingt Windows XP runter machen. Ich habe da ganz tolle, vertrauenswürdige Ubuntu-Distro. Ja, was ist denn das für ein Ding? Sagt er, ja, das ist sowas ziegenartiges. So ungefähr sieht das aus, wenn das fertig ist. Da sagt der Chef sofort, ja, bleib mal einen Moment stehen, ich hole schon mal die Zwangsjacke. Ne? Also mit den Namen von den Ubuntu-Versionen bin ich hier nicht so ganz glücklich. Ne? Trusty Tar. Auf Englisch hört sich's ja noch ganz gut an. Genauso wie die englischen Lieder. Ne? Ja, da hört sich auf Deutsch halt blöd an als the. Gut, Trusty Tar. Dateien werden kopiert. Das dauert jetzt so ein bisschen. Dateien, ich lasse das jetzt mal in echt und in Farbe so, ne? Weiterlaufen. Da oben in der Ecke steht noch was von N, ne? Das ist nicht das Ende der Welt, das kommt auch von Englisch auf Deutsch, aber das lassen wir jetzt mal. Und das Mannequin mit den ausgespreizten Händen, das wäre Zugangshilfe für Leute, die vielleicht eine Hör-, Seh- oder so wie ich Allgemeinbehinderung haben, ja? Also EDV-Legastheniker im Prinzip, nicht? Genau, das für die. So. Hätten wir das auch durch.
Dateien wird kopiert. Dauert ein paar Stunden geht's. So, Installation des Grundsystems, das dauert jetzt auch noch eine ganze Zeit. Kleiner Hinweis, wenn nach der Installation scheinbar nichts geht, ne, also wenn ihr das erste Mal wieder neu gestartet habt, könnte das an UEFI und Secure Boot liegen. Warum dieses? Ja, gut. Wenn ihr einen UEFI-fähigen, relativ neuen Rechner habt, der hat ein UEFI BIOS Secure Boot, da müsst ihr gegebenenfalls ins BIOS rein, da müsst ihr so eine Funktionstaste drücken. Welche das ist, zeigt euch euer Rechner ganz kurz am Anfang an oder es steht in der Bedienungsanleitung, wenn bei euch nur das Symbol des PC-Herstellers erscheint. Und in dem BIOS geht ihr mal auf UEFI bzw. Secure Boot und schaut mal nach der Boot-Reihenfolge, dass tatsächlich Ubuntu ausgewählt ist, damit Ubuntu UEFI startet und nicht Windows oder ähnliches. So, sollte euer Chef dann noch Fragen haben, ja. Also wenn er euch dann fragt, was hat das denn jetzt überhaupt für Vorteile? Also kurz bevor der Krankenwagen kommt, der euch abholen soll, ne? Dann könnt ihr sagen, sie haben Fragen zu Ubuntu, ne? Da fragt doch die Ziege selbst. Nee, geh auf askubuntu.com, da findest du Hilfe. Ja, die brauchst du wohl selber, denkt sich dann der Chef. Und dann ist es gut. Nein, also Ubuntu 14.04 Langzeit-Support kommt offiziell raus am 17. April. Heute haben wir den 12. Also noch nicht ganz offiziell. Dieses Video können sich eine ganz kleine Änderung ergeben. Gut, dann haben wir 5 Jahre Ruhe. LTS-Version Langzeit-Support, Long-Term-Support, 5 Jahre Support. Wer jetzt Ubuntu 12.04 hat, braucht nicht zwangsmäßig umzusteigen. Ubuntu 12.04 ist ja 2012 im April rausgekommen, hat auch 5 Jahre. Und da erst 2 Jahre rum sind zum Zeitpunkt dieses Videos, wir haben April 2014, habt ihr eigentlich noch 3 Jahre Ruhe. Ne? Wer sich also mit der alten Ziege gar nicht erst abgeben will, ne, und die Fragen von seinem Chef nicht wirklich beantworten möchte, der kann auch eine Zeit lang dabei bleiben, ne, die nächsten 3 Jahre, ne, solange wird es noch unterstützt. Und nicht nur die Serverversion, sondern auch die Desktop-Version. Zumindest dann, wenn man die offizielle Version hat. Also gibt diverse Desktop-Umgebungen. Ich sag mal, Xubuntu oder Ubuntu Gnome haben vielleicht nur 3 Jahre Unterstützung oder Lubuntu. Aber die mit dem Unity Desktop, die hat 5 Jahre. Deshalb bleibt man ganz gerne bei der Hauptdistro-Distribution. Pakete werden runtergeladen. Es verbleibt noch so ein bisschen. Das dauert länger. Ja, warum sollte man eigentlich überhaupt umsteigen auf Ubuntu 14.04? Die mit den älteren PCs, ja, die ganz alte Prozessoren haben am besten gar nicht, beziehungsweise respektive alte Grafikkarten. Gegebenenfalls das Ganze erstmal im Live-Modus ausprobieren, ob das Ding überhaupt noch schnell genug läuft. Es könnte nämlich sein, dass aufgrund der Tatsache, dass kein älterer Grafiktreiber bei euch läuft und deshalb CPU benutzt wird anstelle von GPU, also der Prozessor des Computers anstatt des Prozessors der Grafikkarte, dass euer System deutlich langsamer läuft. Hatte ich letztens mal in einem Video gezeigt. Warum umsteigen lohnt sich dann? Zum Beispiel, ihr habt eine SSD-Festplatte und SSD haben so immer kleine Problemchen, die müssen regelmäßig getrimmt werden, ne? Wie das Schaf hier, ne? Da müsste auch mal getrimmt werden, ne? Gut, die SSDs, ne, die sind zwar schnell, aber die müssen ab und zu mal manuell, zumindest bisher unter Ubuntu, ein bisschen gepflegt werden, damit sich da wieder ein bisschen Ordnung einstellt. Und das macht Ubuntu 14.04, so habe ich gelesen, mittlerweile automatisch das Trimmen der SSD, ne? Da ist der Bart ab. Prima.
Apropos Bart ab, Ubuntu One fällt weg, aber für alle Linux-Distributionen. Wenn ihr also in einem meiner Folgevideos noch Ubuntu One seht, ja, dann liegt es daran, dass ich hier noch in einer frühen Version bin. Sie müssen den Rechner jetzt neu starten, also gleich flackert es hier vielleicht in VirtualBox. Schauen wir mal, jetzt neu starten. Natürlich startet sich jetzt in der virtuellen Maschine nicht mein echter Rechner, sondern die virtuelle Maschine. Ja. Wenn da so ein Gedöniges kommt, ne? So Text, erstmal nicht so dran stören. Er stoppt jetzt erstmal das laufende Live-System. Dann muss ich gegebenenfalls nochmal Enter drücken. Und dann erst startet sich das System von der Festplatte. So. Wie gesagt, falls sich Ubuntu gar nicht hochstartet, sondern euer altes Windows noch in die BIOS-Einstellungen, meistens so F2 oder F12, Funktionstaste ganz schnell beim Starten des Rechners. Schauen bei UEFI Secure Boot, gegebenenfalls Secure Boot abschalten. Ubuntu auswählen, dann wird's gut, ne? Dann bleibt's nicht so dunkel. Ich hoffe, gleich kommt mein Bild hier. In der virtuellen Maschine habe ich nur einen Prozessor zugeordnet, deshalb dauert das Booten etwas länger. Am Festplattensymbol meines Rechners sehe ich, dass sich da was tut. Gut, so sieht's aus. Ne? Gut, zumindest in meiner virtuellen Maschine. Die hat jetzt natürlich irgendeine Bildschirmauflösung eingestellt, die jetzt hinten und vorne nicht passt. Rechtsklick, Hintergrund des Schreibtisch ändern könnte ich machen. Oder ich gehe hier in die Systemeinstellungen. In den Systemeinstellungen kann ich mir dann aussuchen, zum Beispiel mittlerweile wie breit dieser Unity-Starter ist. Das konnte man streng genommen auch schon vorher, aber mittlerweile kann man den verdammt klein einstellen, nämlich bei Darstellung. Und den Hintergrund kann man dann noch kleiner stellen. Gut, jetzt habe ich meine virtuelle Maschine aber so blöd eingestellt, dass ich da nicht rankam. Gut, muss ich kurz mal ändern. Steuerung rechts, C. Anzeige, skalierten Modus, machen Vollbildmodus einschalten. Bringt mir nichts. Gehen wir mal in die Systemeinstellungen. Anzeigegeräte 640x480. Das ist dumm. Wenn man also eine Grafikkarte hat, die nur 640 als Auflösung kann, dann wäre das ziemlich doof. Abmelden. So, solltet ihr in der virtuellen Maschine wieder in den Startbildschirm kommen zum Installieren, müsst ihr erstmal das Gerät aushängen. Ne? Das CD Trusty in dem Fall, Medium entfernen und den Auswurf zwingen und die Maschine nochmal zurücksetzen, damit wir ein System booten können ohne die gedachte virtuelle CD. Ne? Ist auch klar. Gut. Dann das Problemchen mit dem Grafiktreiber, dass ich hier nur eine ganz geringe Auflösung habe. Sobald Ubuntu hochgestartet ist, müssen wir mit Geräte Gasterweiterung installieren. Die Gasterweiterung erstmal machen. Warum das? Um den Grafikkartentreiber für die virtuelle Maschine einzurichten. Ansonsten bleiben wir immer in diesem kleinen spackigen Dingen hängen. Geräte Gasterweiterung installieren. So. VBox Editions, ne? Das ist diese gedachte CD, die wir jetzt eingelegt haben. Ausführen, ne? Müssen wir machen. Da liegt, ja gut, unser Passwort 1234 kennen wir, 1234 kennen wir noch. Und die virtuelle Edition, ne? Muss man nur machen, wenn man jetzt wirklich in VirtualBox arbeitet. Muss man nicht machen, wenn man es auf dem echten Rechner macht. So, dann kriegen wir einen Grafikkartentreiber, der mehr kann als diese spackige kleine Bildschirmauflösung, ist klar. Danach am besten nochmal neu starten und dann wird alles gut. So, Enter drücken, Fenster zu. Falls ihr umgeschaltet habt in den Vollbildmodus oder ähnliches, rechte Steuerungstaste und C drücken.
Maschine, neu starten oder einfach neu starten. Der virtuellen Maschine natürlich. Virtuelle Maschine mit Unterstützung, Mauszeiger-Integration. Schauen wir mal in den Systemeinstellungen. Anzeigegeräte. Die Größe umstellen sollte gehen, falls nicht, das ganze Spielchen nochmal. Nun, wie wir gesehen haben, ging mal wieder nix. Und warum? Wahrscheinlich ist VirtualBox noch nicht auf das neue X-Window-System von Ubuntu 14.04 eingeschossen und hat noch keine passenden Gasterweiterungen. Da hilft die Hilfe weiter. Wir überprüfen auf ein Update und wir finden ein Update, einen Link und installieren uns diese Depp-Datei, damit wir die aktuelle Version von VirtualBox haben. Hier für mein Linux Mint ist es ein AMD64-Depp-Paket. Das muss natürlich zum Host passen. Ne? Hier habe ich ein Linux Mint Petra, was einem Ubuntu Raring Ringtail entspricht. Und zwar eine 64-Bit-Version. Das muss zum Host passen. Und ich habe hier den GDebi-Paket-Installationsdienst gewählt, um zu installieren. Ihr könnt das natürlich auch über die anderen Wege, DPKG oder zum Beispiel die Kommandozeile oder das Software Center installieren, Paket installieren, damit wir die aktuelle Version von VirtualBox haben. So, mit GDebi installiert, alte Version deinstalliert, neue installiert. Gegebenenfalls muss man den Rechner nochmal neu starten, den echten Rechner, damit das im Kernel aktiv wird. Probiere ich aber erstmal so, ich bin zu faul. Weiter geht's. So, wir sind mittlerweile über VirtualBox in der Version 4.3.10 Release 93.0.12 zum Zeitpunkt dieses Videos und bei einem erneuten Einlegen der Gasterweiterungen funktioniert das? Installing XOC Driver. Das hatten wir ja vorher nicht. Ich mach das mal in den skalierten Modus damit. Ne? Dann, ja, das war vorhin nicht so mit der alten Version. Ne? Ging nicht. Ja, return, close window. Und damit das hier aktiv wird, muss man den Gast neu starten. Neustarterei. Hier haben wir übrigens bei der Version auch die Möglichkeit, diese dämlichen Sprechblasen auszublenden. Nett. Sollen wir mal schauen, ob Ubuntu mal Wiske größer wird. Ist ja Wiske langweilig in 640 mal ungerad. Dunkel war's. Der Monitor schien düster. Ziegenartig, sag ich nur. Das sieht aus wie ein dunkler Ziegenstall im Moment noch. Oder wie eine Ziege von hinten, wenn man zu nah dran war. Ja, ja, so kann es einem gehen im Leben. Was bleibt da übrig? Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. So, also, das sieht schon besser aus. Ja? Ich bin, glaube ich, noch im skalierten Modus. Skalierten Modus, also ist mir sowas von skaliert. Hintergrund des Schreibtisches ändern tun. Also jetzt ist es schon mal ein bisschen größer. In meiner virtuellen Maschine, sagen wir alle Einstellungen, Anzeigegeräte. Und die Größe gefällt mir nicht so. Ja, machen wir mal so. Mal anwenden. Beibehalten könnte man. Nö, vorher war doch schöner. Ne? Beibehalten, anwenden. So. Anwenden, beibehalten. Was weiß denn ich? Hauptsache, das wird größer, geht's. Über diese Entscheidung rechts, Steuerung C. Ich lasse solche Fehler gerne im Video drin, damit ihr aus meinem Gedönikes lernen tut. Ja, jetzt geht's, ne? So. Und jetzt skaliert er sich von alleine auf irgendeine Pixelanzahl, die ich jetzt mit meinem
ja, mit der Maus so gezogen habe. Dauert da einen Moment. Ich bin immer so ungeduldig. Gut. Wie gesagt, das war jetzt erstmal die Installation in VirtualBox. Ubuntu-Ausstatter entfernen gibt es demnächst eh nicht mehr. Ab 1. Juni Ausstatter entfernen. Amazon Net kaufe ich gern ein. Brauche ich aber nicht im Ubuntu. Und den Rest zeigen wir im nächsten Video. Das war ja schließlich lange noch. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Von der Welt freundlichen Grüßen und tschüss.